Nach nur 4,5 Wochen empfängt der FC Astoria erneut den Waldhof Mannheim. Dieses Mal im BFV Rothauspokal. Beim Gegner gab es einen Trainerwechsel. Seit Anfang der Woche betreut der bisherige Co-Trainer Michael Fink die Mannschaft, nachdem Cheftrainer Gerd Deiß beurlaubt wurde. Unser Trainer Matthias Born hat aber mit seiner Mannschaft zuletzt zweimal gewonnen und dabei konnte er vor allem auf Marcel Kahl zählen, der viermal in den beiden Spielen getroffen hatte. Es ist also alles bereitet für einen spannenden Pokalabend. Die erste Chance des Spiels sollte dann den Gästen aus Mannheim gehören. Plötzlich konnte Lukas Kiefer über links durchbrechen. Jürgen Renner kann ihn dann noch geschickt nach außen abdrängen. Dann legt er aber den Ball auf Gianluca Korte zurück und er schiebt den Ball dann aber am Tor vorbei. Das war gleich mal eine dicke Chance zu Spielbeginn. Danach bekommt der FCA das Spiel aber besser unter Kontrolle. Nach dem langen Einwurf von Torben Stadler bekommt der Waldhof den Ball hier nicht geklärt und so kommt Kiermaier zum Schuss, kommt aber damit nicht bis zum Tor durch. Nach dem zu kurzen Ball von Torhüter Christopher Geng kommt der Ball direkt von Tim Grupp zu Timo Kern. Der hat ein wenig Platz und schießt und trifft auch. Unser Kapitän bringt seine Mannschaft in Führung. Dann weiter Weg beim Torjubel führt ihn dann auch zur Bank und Steffen Haas. Christopher Geng, der heute Markus Scholz im Waldhof-Tor vertritt, sah dabei aber auch nicht ganz glücklich aus. Erst war sein Ball beim Gegner gelandet und dann rutscht er ihn noch unter den Händen durch. In der Folge steht die Mannschaft von Matthias Born defensiv gut geordnet. Nur selten muss Jürgen Renner eingreifen, wie hier beim Kopfball von Daniel Di Gregoria nach dem Sommereckball. Nachdem die komplette Waldhof-Hintermannschaft hier auf Abseits spielte, ist plötzlich Christopher Hellmann durch und hat freie Bahn und trifft hier aber nur das Außennetz. Nachdem Hellmann eben selbst nicht getroffen hatte, legt er dieses Mal auf Markus Meyer ab. Der geht in Richtung Mitte und versenkt dann die Kugel. 2:0 für den FCA. Ein wirklich schönes Tor unserer Nummer 19 so kurz vor der Pause. Da hat er sich den Ball auf seinen starken rechten Fuß gelegt und dann schön neben den Pfosten abgeschlossen. Jetzt heißt es natürlich, mit dem 2-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause zu gehen, doch eine Torgelegenheit sollte Mannheim noch bekommen. Nachdem Armin Freistoß verlängert, Hebisch den Ball, doch Renner ist da und lenkt den Ball um den Pfosten. Und so bleibt es bei der 2:0 Pausenführung für die Astorstädter. Allen im Stadion ist heute klar, dass Mannheim nun kommen muss und Michael Fink bringt dafür auch gleich zwei neue Kräfte auf das Feld. Für Kiefer und Sommer spielen nun Andreas Iwan und Patrick Meyer und der besagte Meyer hat dann auch sofort die Chance, Jürgen Renner hält aber stark im Tor. Der Waldhof baut nun aber tatsächlich richtig Druck auf. Mit ein wenig Glück kommt der Ball nun zu Hebisch, der lässt die Chance aber liegen. Doch Mannheim hat noch lange nicht aufgesteckt. Nikolas Hebisch befördert den Ball in den 16er. Dort kommt es zum Kontakt zwischen Stadler und Iwan. Patrick Meyer nutzt das auch aus und schnappt sich den Ball und erzielt den Anschlusstreffer. Nur noch 2:1 und das wird nun hier wirklich eine ganz enge Kiste werden. Es ist das erste Tor des Waldhof-Neuzugangs für seinen neuen Verein. Und mit dem Schwung des Tores dauert es nur 3 weitere Minuten, bis Hebisch den Ausgleich auf den Fuß hat. Renner hält aber großartig. Meine Güte, war das hier wichtig, dass er hier den Ball parieren konnte. Matthias Born wechselt auch danach. Für Marcel Kahl kommt Nikolai Groß ins Spiel. Gerne erinnert man sich daran, wie er beim letzten Pokal-Aufeinandertreffen der beiden Vereine mit seinem Last-Minute-Tor Waldorf in die nächste Runde schoss. Aber erstmal sind die Gäste wieder dran. Nach dem Einwurf herrscht erneut Verwirrung im Strafraum und dann trifft Hebisch per Seitfallzieher 2:2. Da ist die schöne Führung schon dahin. Dieses Mal war auch Jürgen Renner chancenlos im Tor. Ein wenig erinnert das hier an das Rundenspiel letzte Saison, als man schon 3:0 führte und am Ende nur noch 3:3 spielte. Nach dem Ausgleich lässt der Mannheimer Druck ein wenig nach und Waldorf kommt nun auch wieder mehr vor das gegnerische Tor. Nikolai Groß hat dann hier die Chance zum erneuten Lucky Punch, doch dieses Mal verfehlt er das Tor. Und somit geht es also in die Verlängerung. Matthias Born versucht seine Elf darauf noch einmal richtig einzustimmen. Und scheinbar hat er wohl die richtigen Worte gefunden, denn es ist noch keine Minute gespielt, als Pascal Pander zum Abschluss kommt. Aber zu zentral, der Ball kommt direkt auf Christopher Geng im Tor.
Dann hat der Waldhof aber diesen Freistoß. Hasan Amin bringt den Ball herein und dort ist Hebisch. Wieder ist der Ball im Tor. Das darf doch nicht wahr sein. Die Mannheimer haben das Spiel gedreht und das wird nun wirklich ganz schwer. Das zweite Tor heute Abend des Waldhof-Torjägers, das war schwer zu verteidigen und trotzdem kommt er da frei zum Kopfball. Jetzt muss natürlich ein Tor her. Vielleicht klappt es ja auch dieses Mal mit einem Freistoß. Torben Stadler führt aus und Kiermaier mit dem Kopf. Nein, Geng ist zur Stelle und kann klären. Schade, das wäre hier die genau richtige Antwort gewesen. Und das wäre natürlich auch so nötig gewesen. Und gleich weiter mit der zweiten Hälfte der Verlängerung. Der frisch eingewechselte Steffen Haas mit dem Freistoß. Der kommt gut, geht aber knapp am Tor vorbei. Da der Waldhof danach versäumte, einen Konter zu nutzen, um hier für die Entscheidung zu sorgen, bleibt es also bis zur letzten Sekunde spannend. Jonas Kiermaier bringt den Ball hoch vor das Tor und da hat dann Pander tatsächlich den Ausgleich auf dem Fuß, aber Geng rettet hier erneut für seine Mannschaft. Da hätte Pascal Pander den FC Astoria um ein Haar noch ins Elfmeterschießen gebracht. Doch so bleibt es bei der bitteren Niederlage. Während der Waldhof sich auf das Halbfinale gegen den Karlsruher SC freuen darf, wie die Auslosung im Anschluss an das Spiel ergab, sitzt die Enttäuschung bei Waldorf erstmal tief. War von Anfang an ein bisschen ausgeglichen, dann haben wir uns ein bisschen Übergewicht erarbeitet, sind dann gut in Führung gegangen mit 2-0, sind dann mit 2-0 in der Halbzeit, kamen dann raus und aus englischen Gründen auch immer, haben wir das Spiel aus der Hand gegeben und dann 2-2 gehen wir in die Verlängerung, da haben sie das Momentum gehabt und ja, ist einfach doch schwer, wenn man dann einfach das 2-0 aus der Hand gibt. Woran lag es irgendwie, dass man das 2-0 nicht mal über die Runde bringen konnte? Ja, also die Abstände waren dann bei uns etwas zu groß. Ja, die Laufbereitschaft war nicht mehr da, so wie die ersten Hälfte. Und ja, wir haben nicht mehr füreinander gekämpft, was uns von vornherein stark gemacht hat. Aber ja, so ist nun mal der Pokal und ja, weiter geht's. Erik, also jetzt so kurz nach dem Spiel. Auffällig ist halt nur, finde ich, dass wir in der Vergangenheit auch schon so Spiele hatten, wo wir geführt haben und dann aus welchen Gründen auch immer das Fußballspiel eingestellt haben und dann so in die Bredouille kamen und uns selber dann um den Lohn gebracht haben. Heute war es wieder so und es ist momentan einfach nur extrem bitter. Ich weiß nicht, ob da die nachlassende Kraft einen Ausschlag gegeben hat oder ja, ich kann es mir gerade auch noch nicht richtig erklären. Ich habe ja echt Erinnerungen gehabt an das Rundespiel letzte Saison, da waren wir hier auch 3-0 vorne, im Endeffekt 3-3, jetzt 2-0 vorne zur Halbzeit, wieder 2-2. Kamen da auch irgendwelche Erinnerungen wieder hoch? Ja, jetzt während dem Spiel jetzt nicht direkt, aber es ist einfach, wie gesagt, auffallend, dass wir schon öfters geführt haben, klar, ob 2-0 oder 3-0 und das Spiel dann nicht über die Runden gebracht haben und uns dann nicht belohnt haben und ja, wie gesagt, da müssen wir in die Analyse gehen, weil es eigentlich nicht sein kann, weil es extrem bitter ist und wir uns so einfach um Lohn bringen. Ich denke, die Enttäuschung sitzt es aber schon richtig tief. Wie geht man jetzt mit um, dass man sich für das Wochenende wieder vorbereiten kann? Ja, unser Trainer hat es vorhin im Kreis angesprochen. Wir haben nicht lange Zeit, uns damit zu befassen. Am Samstag geht es schon wieder weiter mit der Runde und ja, morgen Regeneration und ja, dann bereiten wir uns auf Samstag vor.